Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Republic Rome Total War 2. Und letzte Runde haben wir natürlich. Natürlich, Schnapp. Ja. Was? Jetzt mach mal hinne. Meine Güte. Es wird mir so gut tun, die mal zu töten. Einfach mal zu töten. So. Ja, was passiert nach den Delfinen? Entweder wir kündigen unsere unser Bündnis mit dem Norden, aber das will ich eigentlich nicht. Weil. Das Weinen eurer Frauen wird die Kinder Karthagos in den Schlaf singen. Bist du des Wahnsinns? Ich hab dich verschont. Alter. Was für ein Arsch. Hat sich erstmal wieder aufgebaut und dann. Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden. Ja, wenn du einen kleinen. Wenn ihr die Umstände anerkennt und nicht weiter Wunsch denkt. Nö. Was heißt hier Wunschdenken? Ich mach dich platt, das ist kein Wunschdenken. Die ist Tatsache, geh. So, Kaufleute, Bernsteinhändler, Schmuckhändler, Weinhändler. Drei konkurrierende Kaufmänner. Ich würde Bernsteinhändler machen. Diebstahl. Ja. Alter, drei Kinder sind geboren. Das mache ich jetzt mal automatisch. So. Und du gehst jetzt mal hier Militär ausbilden. Und du tötest die jetzt mal. Nein, du bist eine, die nicht töten kann. Bist du eine, die töten kann? Ich glaube schon, ja. Das ist die, die ich brauche. Super. Du 500 Erste, du steigst mal hier hin. Du aktivierst dich da. Das Ende des Let's Plays wird mal auch nach unten steigen. Die haben 9 Einheiten und die haben wie lange? 5 bis zur Kapitulation. Okay. Ja, jetzt muss ich die halt wieder anheuern. Gefällt mir nicht, aber mal. Alter, er sagt, ich habe keine Chance. Ja, okay, heilige Schar ist halt, Aber hey, no risk, no fun. Ich probier's mal. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist ja meine Hauptarmee da unten parat. Warte, ich mach mal kurz das Fenster zu. Die Vögel sind ein bisschen laut. So, Garnisonsarmee sind 1200. Da hat er wahrscheinlich echt nachgerüstet mit Militär. Okay, also, ups. So. Gut.
haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Das Gute ist, dass er sich nicht aufgestellt hat. Aber das ist keine Aufstellung, das ist lustig. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja, das ist blöd. Warte, ihr könnt normal schießen. Oder warte. Das sieht, glaube ich, cooler aus. Ja. Warte mal. Ja, jetzt. So. Die halten ziemlich was aus. Alter. Das war heftig. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Anrennen. Die Männer wanken. Unser General wird angegriffen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, nee, das wird, glaube ich, nicht gut ausgehen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Die waren ja krass versteckt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Was ist das für ein General? Auch per Tasten, okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Echt jetzt? Die hat keinen Schaden genommen. Eine komplette Salve. Ja, egal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hauptsache, ich bekomme den General von ihm. Na, ich glaube nicht, dass ich den auch bekomme. Den General, der ist zu gut beschützt. Gepanzert meine ich. Meine sind eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Vielleicht werden die nochmal in den Rücken chargen. Ja, jetzt hau ich mal nicht rum. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Eieieiei. Also die Fernkämpfer brauche ich nicht anzugreifen, weil die können einfach meine Kavalleristen ziemlich easy töten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Die heilige Schar. Loft. Krass, da komme ich echt nicht durch. Wow.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Sobald ich keine Munition mehr habe, ist es vorbei und das ist eigentlich gleich geschehen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bürgermiliz. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. Jetzt hole ich die mal. Kurzer Charge in den Rücken. Genau dasselbe wie mit ihm. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh ja, verdammt. Jetzt ist es vorbei. Kurzer Charge und gleich wieder raus. Unsere Männer fliehen vor unser General ist gefallen. Hä? Wie das denn? Naja, egal. Naja, General weg, aber ja.
glorreiche Niederlage. Ja. Also, ja, am Schluss war es schon ganz gut. Nur die heilige Schar hat so viel ausgehalten. Das war echt krass. So richtig heftig. Naja. Gut. Ja, ich hab nicht geschaut, aber egal. Dann heuer ich die mal an. Und was machst du? Du bildest die mal aus. Und ich warte noch mal bis, ja, ein, zwei Runden. Oh, weil den kann ich eigentlich jetzt schon platt machen. Schauen wir mal kurz hier hin. Da müssen wir auch... Ja, das hoch. Was ist das denn? Completen. 6 und... Ja, 36. Oder nee. Mach ich nicht. Ich glaube, ich habe jetzt jeden gemacht. Ah, der bekommt noch. Neuer Aufschwung. Ja, komm. Neuer Aufschwung ist gut. Gut. Dann... Kommt noch die da unten. Ja, hat schon. Dann die da. Gut. Dann, ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir machen jetzt mal Schluss, weil die nächste Folge werde ich die da befreien und die beiden platt machen. Und dann schauen wir mal, was wir dann noch alles machen müssen. Militärischer Sieg werden wir... okay. Ja, da müssen wir schauen, dass wir die Tahura zu unseren militärischen Verbündeten machen. Ich hoffe, ihr hattet eine wenig beschwerliche Reise. Ich bin gespannt auf euren Bild. Na, mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall, ja, bis zum nächsten Mal. Bye.